Okay, also ich werde jetzt nur noch kurz ein paar Sachen erklären und dann haben wir Zeit noch für eine halbe Stunde ungefähr, um Fragen entgegenzunehmen und über das ganze Thema gemeinsam zu diskutieren. Also es sind zwei Dinge, die mir noch am Herzen liegen, die ich gerne erklären würde. Das eine ist die Funktion von Hedgefonds und das andere ist ein ganz wichtiges Thema nochmal, das ist die Geldschöpfung in unserem System. Also fangen wir mal an mit den Hedgefonds. Also die ersten Hedgefonds hat es gegeben Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Das waren damals absolute Exoten. Ich glaube, in den 60er und 70er Jahren hat es weltweit 30 oder 40 Hedgefonds nur gegeben. Aber dann in den 90er Jahren ist dieses Geschäft absolut explodiert. Es sind Tausende von Hedgefonds gegründet worden. Und es gibt jetzt im Moment in der Welt weit mehr als 20.000 Hedgefonds. Was sind Hedgefonds? Erstmal, was sind Fonds? Fonds tun nichts anderes, als dass sie das Geld von Investoren einsammeln, um es irgendeinem bestimmten Zweck zuzuführen, mit dem Hintergedanken, mehr Geld daraus zu machen. Im Grunde tun Hedgefonds das auch, aber Hedgefonds unterscheiden sich von anderen Fonds durch mehrere Eigenschaften. Erstens, Hedgefonds unterliegen keiner Regulierung. Das heißt, Hedgefonds werden nicht zum Beispiel von der Börsenaufsicht überprüft. Hedgefonds können also weitgehend unbeobachtet arbeiten. Zweitens, Hedgefonds wenden sich an eine ganz bestimmte Klientel, und zwar an die Ultrareichen. Es ist nicht möglich, als normaler Mensch mit einem normalen Einkommen bei einem Hedgefonds einzusteigen. Also die normale Grenze für Hedgefonds liegt meistens bei den kleineren Hedgefonds bei einem Vermögen von mindestens 5 Millionen. In einigen Fällen müssen die Leute, die bei Hedgefonds investieren, nachweisen, dass sie über ein Privatvermögen von mindestens 50 Millionen verfügen. Also Hedgefonds wenden sich eigentlich nur an das, was man in Amerika und im angelsächsischen Raum die Ultra-High-Net-Worth-Individuals nennt, also ultra-reiche Investoren. Und inzwischen natürlich auch an institutionelle Investoren. Gut, das andere ist, dass Hedgefonds kein ganz bestimmtes Ziel verfolgen. Also ein normaler Fonds, das wäre zum Beispiel ein Immobilienfonds, der investiert das Geld seiner Investoren oder seiner Teilhaber immer nur in Immobiliengeschäfte. Hedgefonds sind da ganz frei. Die arbeiten mehr oder weniger wie Piraten. Die gucken sich nämlich einfach in der Welt um. Und wenn sie irgendwo eine Möglichkeit sehen, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen, dann springen sie da sofort rein und dann versuchen sie da in diesem kleinen Bereich, von dem meistens sogar die Anleger kaum wissen, wo die Manager da gerade das Geld investieren, versuchen sie da möglichst viel Geld rauszuziehen. Arbeiten tun Hedgefonds vor allem mit zwei Mitteln. Hedgefonds arbeiten ganz oft mit Leerverkäufen. Und Leerverkäufe sind auch ein ganz wichtiges Phänomen, weil Leerverkäufe sind auch extrem schädlich und zerstörerisch für die gesamte Volkswirtschaft. Also ein Leerverkauf funktioniert folgendermaßen. Wenn Sie selber mal eine Aktie gekauft haben oder das des Öfteren mal tun, dann tun Sie das ja in der Hoffnung darauf, dass diese Aktie an Wert gewinnt. Das heißt, Sie kaufen eine Aktie, Sie hoffen darauf, dass das Unternehmen, dem Sie Ihr Geld zur Verfügung gestellt haben, dass dieses Unternehmen am Markt gut abschneidet und hoffen darauf, dass Sie die Aktie dann irgendwann mit Gewinn verkaufen können. Bei einem Leerverkauf hoffen Sie auf das Gegenteil. Bei einem Leerverkauf hoffen Sie darauf, dass das Unternehmen strandet und dass die Aktie an Wert verliert. Ein Leerverkauf funktioniert folgendermaßen: Sie kaufen die Aktie nicht, sondern leihen sie sich. Dann verkaufen Sie sie sofort zum gegenwärtigen Marktwert und warten, bis die Aktie an Wert verloren hat. Und dann kaufen Sie sie auf und geben sie an den, der sie Ihnen geliehen hat, zurück. Auf diese Weise haben Sie an dem Kursverlust einer Aktie verdient. Das Ganze ist praktisch volkswirtschaftlich schädlich, ist zerstörerisch, weil man sich an dem Verlust eines anderen bereichert. Ist aber gängige Praxis von Hedgefonds und nicht nur von Hedgefonds, sondern in der gesamten Finanzbranche sehr weit verbreitet. Das Interessante ist, dass diese Leerverkäufe immer dann, wenn es zur Krise kommt, von der Börsenaufsicht und von den staatlichen Behörden verboten werden. Also bei der Krise 2007, 2008 wurden die Leerverkäufe auch in Deutschland verboten. Die wurden aber dann stillschweigend nach ein paar Monaten wieder zugelassen. Das nächste ist, dass Hedgefonds mit Hebelungen arbeiten. Also Hebelung ist einfach ein großes Wort. Im Englischen heißt es Leveraging
Und man stellt sich da immer irgendwas ganz Besonderes darunter vor. Es ist aber gar nichts Besonderes. Es ist so, wenn ein Hedgefonds irgendein Investitionsobjekt gefunden hat und sein Geld da reingibt, dann geht dieser Hedgefonds einfach zu den Banken und erzählt den Banken, pass mal auf, wir haben da einen Plan und wir glauben, dass wir da so und so viel Geld rausziehen können und wir haben meinetwegen 1 Milliarde oder 4 Milliarden an Investorengeldern. Und wenn diese Leute diese hohen Risiken eingehen, dann wird da wohl auch was dran sein. Und dann sagen die den Banken, pass mal auf, wenn ihr uns jetzt Geld darauf leiht, dann beteiligen wir euch an dem Gewinn. Das heißt, Leveraging ist nichts anderes als auf eine Wette auf dem Finanzmarkt Geld sich noch zusätzlich zu leihen, um den Einsatz zu erhöhen. Und auf diese Weise erhöht man allerdings nicht nur den Einsatz, sondern auch die Risiken. Das heißt, Hedgefonds gehen extrem hohe Risiken ein und Hedgefonds sind deswegen nichts anderes als parkende Zeitbomben im System. Und das große Problem heutzutage ist eben, dass es so viele Hedgefonds gibt und dass diese alle solche großen Risiken eingehen und dass die aber inzwischen solche Größen erreicht haben, dass die auch wiederum eigentlich gerettet werden müssten, damit das System insgesamt nicht zusammenbricht. Also so ein Hedgefonds wie zum Beispiel BlackRock ist in Deutschland an fast allen DAX-Unternehmen beteiligt, meistens mit ungefähr 5-6%. Wenn BlackRock eine wirklich ganz große Wette eingehen würde und verlieren würde, dann würde das ein ganz großes Problem für das gesamte System bedeuten. Gut, so viel zu den Hedgefonds. Also das sind alles so Tretminen, die im System jetzt verbreitet sind. Das Wichtige dabei ist immer, dass man weiß, dass all diese Dinge eigentlich überhaupt keinen Sinn machen. Also die haben volkswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn und die haben für den einzelnen Menschen auch, machen die gar keinen Sinn, weil dadurch werden keine neuen Werte geschöpft. Das Wichtige heute, im Finanzsystem wird eigentlich nur Geld hin und her geschoben. Es wird nichts erzeugt, es wird nichts produziert, es entstehen keine neuen Werte. Und weil eben keine neuen Werte entstehen und weil die Realwirtschaft seit ungefähr 10 Jahren weitgehend stagniert, müssen die Zentralbanken natürlich das Geld, was zur weiteren Kreditvergabe immer wieder nötig ist, von außen in dieses System reinpumpen. Also das System ist praktisch von innen her krank, muss von außen her durch diese ständigen Geldgaben am Leben erhalten werden. Und da diese Geldgaben jetzt eben wegen der drohenden Inflation zurückgeführt werden, haben wir das Dilemma, was wir zurzeit erleben. Es ist interessant, Sie brauchen bloß im Moment mal zu verfolgen, was sich an den Aktienmärkten tut. Da tut sich einiges im Moment. Also da ist dieser große Aufwärtstrend von 115 Monaten, der scheint so ungefähr seit 3-4 Wochen gebrochen. Wenn man da im Hintergrund noch die Informationen sieht über die Anleihenmärkte, die sind ganz wichtig, Staatsanleihen und so weiter, dann sind da Sachen im Moment im Gang, die einen wirklich befürchten lassen müssen, dass es nicht mehr lange dauert, bis es da zu wirklich großen Zusammenbrüchen kommt. Gut, das letzte Thema, was ich noch ansprechen will, bevor wir in die Diskussion einsteigen, ist das Thema der Geldschöpfung. Also wir haben ja vorhin am Anfang schon gehört, Geld regiert die Welt. Und wenn Geld die Welt regiert, dann ist doch eigentlich das Erste, was ein Kind in der Schule lernen müsste, wie kommt Geld eigentlich in die Welt? Wie entsteht Geld? Wo wird Geld gemacht? Und da gibt es eine ganze Menge von Fehlkonzeptionen, die auch von Wissenschaftlern und vor allem in den Schulen von Lehrern vertreten werden, die einem dann erzählen, ja, das Geld entsteht folgendermaßen. Also erstmal ist es ja historisch, hat es sich entwickelt. Es gibt also eine bestimmte Geldmenge. Aber alles Geld, was jetzt zusätzlich reinkommt, wird von den Zentralbanken entweder gedruckt oder in das System reingegeben. Das ist nur zu einem ganz begrenzten Teil richtig. Die Zentralbanken haben früher die Funktion gehabt, dass sie das Geld geschöpft haben. Das heißt, die haben das materielle Geld geschaffen, die haben Münzen geschaffen und die haben die Geldscheine geschaffen. Das war aber die Zeit, bevor es zum elektronischen Geld gekommen ist. Heute funktioniert die Geldschöpfung auf eine ganz andere Art und Weise. Die Zentralbanken sind zwar immer noch dafür zuständig, das Bargeld zu schöpfen, aber das Bargeld macht heute weltweit im ungefähr nur noch, ich glaube, so um die 10-12% aus. Also 88-90% des Geldes sind heute Giralgeld, das man nur noch in den Computern findet. Und dieses Geld wird folgendermaßen geschöpft. Und zwar nicht von den Zentralbanken, aber durch einen Mechanismus, an dem die Zentralbanken beteiligt sind. Geld wird folgendermaßen geschöpft. Wenn Sie einen Kredit bei der Bank aufnehmen, dann schöpft die Bank das Geld aus dem Nichts heraus. Wenn Sie zu einer Bank gehen, zu einer Sparkasse oder so, wenn Sie sagen, ich möchte von euch 1.000 Euro haben, dann hat die Sparkasse diese 1.000 Euro nicht, sondern schöpft sie durch einen Akt am Computer. Sie zahlen dann anschließend auf dieses Geld Zinsen. Wenn Sie den Kredit dann zurückgezahlt haben, verschwindet der Kredit ja aus den Büchern. Was aber nicht verschwindet, ist Ihre Kreditzahlung.
Auf die Art und Weise ist die Bank ein Stück reicher geworden, aber das von ihr geschöpfte Geld ist wieder verschwunden, aber hat sich in reales Geld verwandelt. Das heißt, die Geldschöpfung liegt eigentlich immer noch heute bei den Banken. Was meinen wir jetzt, wenn wir sagen, die Zentralbanken schöpfen so viel Geld, die Zentralbanken pumpen Geld ins System? Das tun sie, indem sie diesen Prozess selbst mit unterstützen und fördern. Also wenn eine Zentralbank zum Beispiel Staatsanleihen kauft, dann ist ihr also schon rechtlich verboten, das von den Staaten selbst zu kaufen. Die Zentralbank kauft diese Staatsanleihen von den privaten Banken. Also der Prozess geht folgendermaßen vor sich. Die Bank A leiht sich von der Bank B Geld, kauft damit Staatsanleihen. Dadurch ist also Geld in die Welt gekommen, kauft damit Staatsanleihen und verkauft diese Staatsanleihen dann an die Zentralbank. Auf diese Art und Weise hat die Zentralbank diese Staatsanleihen gekauft, aber über den Mechanismus, dass die Bank, die Staatsanleihen gekauft hat, sich von einer anderen Bank Geld geliehen hat und damit von einer Privatbank, von einer Geschäftsbank Geld geschöpft wurde. Das ist der eigentliche Prozess der Geldschöpfung. Der liegt also bei den privaten Banken. Und damit wird auch die Rolle der Zentralbanken ganz klar, weil die Zentralbanken sind nicht, was uns allen in der Schule immer was uns alle in der Schule gelehrt wurde, es sind nicht Ordnungsorgane, die über den Banken stehen und für die Regulierung der Banken zuständig sind. Nein, Zentralbanken sind Organe, die Interessen der Geschäftsbanken direkt vertreten. Und zwar sind das praktisch die Vertreter der Gesamtinteressen der großen Banken. Das kann man auch sehen, wenn man sich die Geschichte der Zentralbanken mal anguckt. Die größte heute noch existierende Zentralbank, die Bank of England, ist, ich glaube, im Jahre 1696 oder 86 ungefähr gegründet worden. Und zwar von privaten Bankiers, die damals dem König einen Kredit gewährt haben. Und zwar der König wollte Krieg führen. Und für diese Kriegführung brauchte er Geld. Und da haben sich private Banker zusammengetan und haben dem König dafür Geld geliehen. Zu einem relativ hohen Prozentsatz damals. Und so auf diese Art und Weise ist die Bank of England entstanden. Und die Bank of England, was wenige Leute wissen, ist bis zum Jahre 1946, also ungefähr 300 Jahre lang, eine Privatbank gewesen, ist in privaten Händen gewesen und ist erst 1946 verstaatlicht worden. Das Interessante ist, dass die danach trotzdem noch die gleichen Interessen vertreten hatten. Daran kann man sehen, wie der Staat inzwischen mit den Interessen der Banken verschmolzen ist. Ganz interessant im Zusammenhang mit Zentralbanken ist auch die Entstehung der Federal Reserve of New York, die Zentralbank der USA. Die ist nämlich bis heute keine staatliche Bank, sondern befindet sich bis heute in den Händen privater Besitzer. Und noch interessanter an der Federal Reserve ist die Art und Weise, wie sie gegründet wurde. Da haben sich nämlich damals im Jahre 1910 sechs Banker, die damals ungefähr 25% des weltweiten Reichtums repräsentiert haben, heimlich mit zwei Politikern getroffen und diesen Plan für eine Zentralbank entworfen. Und der Hintergedanke war, dass die Banken damals in Amerika selber immer eigenes Geld herausgegeben haben und dass der Markt aber immer mehr vernetzt wurde und dass diese Banken ein einheitliches Geld für den gesamten Markt haben wollten und dass sie sich dabei das Monopol für die Geldschöpfung sichern wollten, was bis dahin nämlich beim amerikanischen Staat gelegen hat. Also die Federal Reserve of New York ist nur eine von diesen Zentralbanken. Die Federal Reserve ist ein System von 16 Banken oder Bankenkonsortien in den USA. Die haben das Monopol auf die Geldschöpfung in den USA und damit können die als einzige die weltweit wichtigste Reservewährung heute noch schöpfen. Also die Funktion von Zentralbanken ist nicht die Aufsicht über Banken im Interesse der Menschen, sondern die Vertretung der Interessen der großen Banken gegen die Menschen. Interessant in diesem Zusammenhang, vielleicht so abschließend noch einmal, ist die Funktion der Federal Reserve bei dem großen Bankencrash von 1929, dem größten bisherigen Börsencrash. Der ist nämlich von der Federal Reserve selbst eingeleitet worden dadurch, dass die Federal Reserve vorher den Zinssatz ganz plötzlich angehoben hat. Also in Amerika in den 20er Jahren, das waren ja die goldenen 20er Jahre, wurden sehr viele Kredite vergeben zu sehr niedrigen Zinsen. Ganz plötzlich hat die Fed den Zinssatz angehoben. Das hat zum Bankenrun damals geführt. Das hat zu dem großen Crash von 1929 geführt. Und dieser Crash hat nicht nur dazu geführt, dass es die große Depression gegeben hat, in der ganz viele Leute sehr gelitten haben, gerade einfache Menschen gelitten haben, sondern hat vor allem dazu geführt, dass die Großbanken der Wall Street sich 10.000 kleine Banken einverleibt haben, die nämlich in diesem Prozess pleite gegangen sind.
Also so viel zur Moral und zum Ethikverständnis der Banken. Ich glaube, an der Stelle können wir das Ganze mal einigermaßen abbrechen. Das Problem bei der ganzen Sache, wenn man jetzt an dieser Stelle so abbricht, ist, dass man ja so eine apokalyptische Zukunftsvision bekommen kann. Und deswegen möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass ich solche Vorträge wie heute auch nicht halten würde, wenn ich nicht glauben würde oder die Hoffnung hätte, dass sich doch vielleicht alles zum Guten wenden würde. Und worauf gründet sich die Hoffnung? Ganz einfach darauf, dass es so, wie es bisher gegangen ist, ja nicht weitergehen kann. Sondern dass immer mehr Leute mit diesem System, so wie es jetzt ist, kollidieren. Dass immer mehr Leute merken, dass dieses System nicht ihnen nützt, sondern nur einer ganz winzigen Elite in der Welt. Und diese Elite in der Welt, das sind im Grunde nichts anderes als ungefähr 2000, 2500 Milliardärsfamilien, deren Vermögen immer weiter wächst, die selber aber kein Mensch kennt, weil sie im Hintergrund im Verborgenen bleiben, weil sie ihr Geschäft durch bezahlte Leute wahrnehmen lassen. Das ist auch, glaube ich, das große Problem unserer Zeit, dass wir es überall mit anonymen Investoren zu tun haben. Also früher war es so, dass man immer klare Gesichter vor sich hatte. Ich weiß, in den 50er, 60er Jahren, da gab es die verhassten Unternehmer, da gab es Herrn Grundig, Herrn Nackermann. Und wenn Arbeiter oder Angestellte sich ärgerten, dann wussten sie genau, da vorne sitzt der Chef, der fährt ein größeres Auto als ich, der hat einen privaten Swimmingpool und der hat eine dicke Villa. Heute ist es alles sehr schwierig, weil auch die Manager in den Firmen sich immer damit herausreden, ja, es geht ja um Shareholder Value, es gibt ja irgendwas im Hintergrund. Was im Hintergrund ist, sind nur noch anonyme, riesige Vermögen, die immer riesiger werden. Aber dieses riesiger Werden hat eben auf der anderen Seite den Effekt, dass das Leben für die einfachen Menschen in dieser Art und Weise nicht lebenswerter, sondern weniger lebenswert wird. Und ich glaube, dass im Moment kann man so einen Prozess bemerken, dass sehr viele Leute aufwachsen. Also ich bin ja selber gehört der 68er-Generation an. Meine Politisierung hat angefangen Ende der 60er Jahre. Mein persönliches Schicksal ist damals ganz entscheidend geprägt worden. Ich habe in den USA studiert. Ich habe in den USA damals Vorträge gehalten und damals auch Zeitungsartikel geschrieben gegen den Vietnamkrieg und bin deswegen aus dem Land ausgewiesen worden. Also das war damals die Antwort der USA darauf, dass ein Student aus Europa die sich das Recht herausgenommen hat, den Vietnamkrieg zu kritisieren. Und ich denke, im Moment erleben wir auch wieder sowas, weil wir haben jetzt wirklich 30, 40 Jahre hinter uns, in denen eigentlich relativ finstere Reaktionen geherrscht hat. Also man hat ja so Anfang der 70er Jahre damals so das Gefühl gehabt, die Welt ist im Aufbruch und es wird alles viel besser werden. Es gab damals also wirklich große Bewegungen. Ich weiß noch, 68 haben alle Studenten damals gedacht, in Paris passiert die Revolution, weil damals die Arbeiter und die Studenten zusammen auf die Straße gegangen sind. Es ist gar nichts passiert. Im Gegenteil, wir haben danach diese Explosion des Finanzgeschäftes erlebt. Wir haben wirklich finstere Jahre hinter uns. Aber ich sehe im Moment alleine schon dadurch, wer heute Abend hierher gekommen ist, und ich sehe auch dann in vielen Reaktionen auf das, was ich im Internet mache, vor allen Dingen auf viele Reaktionen von jungen Leuten, dass im Moment so ein leichtes Erwachen passiert. Und ich glaube, das wird sich in der Zukunft, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ganz sehr verstärken. Und darauf setze ich. Und deswegen mache ich solche Vorträge wie heute. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen von dem, was ich hier so mehr erarbeitet habe, an Sie weitergeben konnte. Vielen Dank. Danke. 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 Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag. Viele spannende Themen, viele neue Erkenntnisse, die sich auch daraus erwachsen. Herr Wolf war so nett, auch noch uns Zeit zu geben, so ein bisschen Diskussionen, Fragen, Antworten. Das würden wir jetzt eröffnen. Wer Fragen hat, am besten kurz melden. Ich würde dann einmal aufrufen und dann kriegen wir das durch. Fangen wir ganz hinten links bei dem Boris Schattauer an. Ja, hallo Herr Wolf. Erstmal Respekt, danke für Ihre Arbeit. Ich wusste nicht, dass Sie schon gegen den Vietnamkrieg geschrieben haben. Das habe ich eben das erste Mal. Haben Sie das bei Ken Jebsen gesagt? Ich glaube nicht. Ne? Das war eine neue Info. Großen Respekt, also Sie sind schon sehr lange dabei. Das erstmal grundsätzlich. Danke für Ihren Mut. Welche Rolle spielt die EZB im Moment? Ja, die Rolle, die EZB spielt, die haben wir ja gesehen in der Euro-Krise vor allem, im Rahmen der Troika. Die EZB hat im Rahmen der Troika zusammen mit der EU-Kommission und zusammen mit dem IWF dafür gesorgt, dass die gesamte Last der Krise, der Euro-Krise auf das griechische Volk, zum Beispiel im Fall Griechenland, auf das griechische Volk abgewälzt wurde. Und zwar eigentlich schon
bevor damals, also ganz interessant ist dieser Zusammenhang zwischen der EZB und der Wahl der Syriza. Also nach der Eurokrise oder im Rahmen der Eurokrise hat sich ja die Syriza gebildet. Das war ja erst eine Bewegung, ist dann zur Partei geworden. Und deren Leitspruch oder deren Parole war ja, beendet die Austeritätspolitik. Also wälzt nicht die Probleme der Finanzindustrie auf die einfachen Leute ab. Als damals die Wahlen stattfanden, hat die EZB dafür gesorgt, dass Griechenland schon Tage vor der Wahl von allen Kapitalströmen abgeschnitten wurde. Und nachdem dann die Syriza ihre Kehrtwende vorgenommen hat, hat die EZB zusammen mit der EU-Kommission und dem IWF dafür gesorgt, dass die Austeritätspolitik in Griechenland durchgesetzt wurde. Die Austeritätspolitik hat bedeutet, dass das gesamte Gesundheitssystem auseinandergenommen wurde, dass die Sozialleistungen ganz drastisch gekürzt wurden, dass den Leuten die Renten zum Beispiel gekürzt wurden. Was ganz wenige Leute wissen ist, hat in Griechenland in den letzten Jahren seit der Eurokrise 17 Rentensenkungen gegeben. Und die 18. Rentensenkung steht jetzt im Januar bevor. Also das sind die Auswirkungen der Politik der EZB. Was die EZB ansonsten noch macht, die EZB ist ja eine besondere Zentralbank, deswegen, weil der Euro ja eine besondere Währung ist, weil es ja eine Währung ist für verschiedene Länder und verschiedene Länder, die gleich nicht wirtschaftlich gleichwertig sind. Also im Grunde ist der Euro ja deswegen eingeführt worden, weil die großen Länder darauf bestanden haben. Im Grunde, also in letzter Instanz ist der Euro eigentlich ein Wunsch der deutschen Regierung gewesen, weil Deutschland lebt hauptsächlich von Exporten. Und wenn man von Exporten lebt, dann gerät die eigene Währung sehr schnell unter Aufwertungsdruck. Und das wollte man damals vermeiden. Die D-Mark sollte nicht immer noch stärker werden. Und dadurch, dass man in den Euro gegangen ist und da ganz schwache Länder reingenommen hat, wie Griechenland, Portugal und einige kleine Länder, hat man dafür gesorgt, dass dieser Aufwertungsdruck von der deutschen Exportindustrie genommen wurde. Also der größte Profiteur des Euros ist bis heute die deutsche Exportindustrie. Okay, danke. Daneben? Ja, Herr Wolf, Sie hatten vorhin in Ihrem Vortrag hatten Sie angesprochen, dass sogar diese großen Hedgefonds teilweise an der Grenze stehen und gerettet werden müssten. Jetzt war ja 2007, 2008 war ja schon die Bankenkrise, wo quasi der Steuerzahler die Banken gerettet hat. Ja. Aber jetzt ist ja quasi kein Geld mehr da. Wie würde quasi eine Rettung von dem nächsten großen Crash aussehen? Wäre das dann Gläubigerverzicht? Kreditausfall durch Gläubigerverzicht? Oder was wird dann passieren, wenn es so weit kommt? Das wird auf jeden Fall versucht werden, aber ich vermute, beim nächsten Mal werden die Zentralbanken noch größere Mengen ins System pumpen. Weil die Leute ja damals ging man schon 2007, 2008 davon aus, dass die Mengen, die ins System reingepumpt werden, dass die eigentlich schon so hoch sind, dass das ganze System irgendwann auseinanderfliegt. Also es haben sich eigentlich alle gewundert, dass das System bis heute überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Aber offensichtlich verträgt das System wesentlich mehr Geld, als damals gedacht wurde. Also ich vermute, dass wenn es wirklich jetzt zum Beispiel an den Aktienmärkten so weitergeht und an den Anleihenmärkten, dass dann die Zentralbanken dieses Zurücknehmen des Geldpumpens aufgeben werden und dass die wieder neues Geld reinpumpen, was natürlich sofort zur weiteren Entwertung des Geldes führen wird und zu einer Inflation, die natürlich auch wieder Auswirkungen auf die einfachen Menschen hat, weil je höher die Inflation im Alltag wird, umso mehr. Inflation bedeutet ja nicht mehr und nicht weniger als Enteignung der einfachen Leute. Also und das ist etwas, ein Phänomen, was auch von den Leuten schon seit Jahren und Jahrzehnten hingenommen wird, weil wir leben ja ständig mit einer Inflation von 1, 2, 2,5%. Das heißt, den Leuten wird jedes Jahr immer etwas weggenommen. Bisher war es so, dass das einigermaßen ausgeglichen wurde, dadurch, dass man auf dem Sparbuch 2, 3 oder 4 oder 5% Zinsen bekommen hat. Aber das bekommt man ja heute nicht mehr. Das heißt, der Lebensstandard sinkt ständig. Die Löhne stagnieren oder sinken und das jetzt inzwischen ich weiß nicht, 30. Jahr. Also die Leute glauben immer, dass sie, wenn sie eine Lohnerhöhung haben, dann ein bisschen mehr im Portemonnaie haben. Aber objektiv ist das schon lange nicht mehr der Fall. Und diese ungerechte Verteilung in alle Richtungen, also dass an der Spitze der Pyramide immer mehr verteilt wird und unten immer weniger verteilt wird, das ist ein Phänomen, was wir in der Zukunft immer noch stärker sehen werden. Steht uns da ein Bankenrun bevor, wenn das eintritt? Also wie es in der Zukunft aussehen wird, das kann man schwer sagen. Aber ein Bankenrun ist auf jeden Fall das, was die Banker im Moment am meisten befürchten. Also jetzt im Moment glaube ich, dass da in Italien einige Banker sehr große Angst davor haben. Das ist auch ein Hintergrund, warum es große Probleme im Moment zwischen Italien und Deutschland gibt. Weil es gibt ja inzwischen die Regelung, dass es kein Bailout mehr geben soll, sondern ein Bail-in. Also Bailout bedeutet, dass Banken gerettet werden mit dem Geld von Steuerzahlern.
Inzwischen hat die EU eine Regulierung, Regelung erlassen, dass Banken zuerst über das Geld von Anteilseignern, Aktionären und Einlegern gerettet werden sollen. Das heißt, Leute, die bei einer Bank irgendwie ein Depot haben oder so, die sollen zuerst zur Kasse gebeten werden. Oder die Leute, die die Aktien dieser Bank haben. Das Problem der Italiener ist, dass die Italiener das einmal gemacht haben, und zwar bei 4 Banken in der Toskana. Diese 4 Banken, die wurden mit über ein Bail-in gerettet. Das Problem dabei war, dass das sehr viel einfache Leute getroffen hat, weil ganz viele von den Anteilsinhabern waren Rentner. Und ganz viele von denen haben praktisch ihre Lebensersparnisse durch diese Maßnahme verloren. Und einer dieser Rentner hat sich das Leben genommen und hat einen Abschiedsbrief geschrieben, der überall in Italien veröffentlicht wurde. Und das hat einen solchen Aufruhr innerhalb der Bevölkerung gegeben, dass die italienische Regierung weiß, beim nächsten Bail-in wird es einen Volksaufstand geben und die Regierung wird auf jeden Fall kein weiteres Mal gewählt werden. Und deswegen versuchen die, um diesen Bail-in jetzt rumzukommen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, dass die EZB und dass die Europäische Union wieder einspringen. Deswegen drängen die Italiener darauf im Moment, dass der EFSF, heißt das, diese Bank der Europäischen Union, dass die einspringt und dass Deutschland zum Beispiel wieder für Kredite bürgt, weil Deutschland das größte Land innerhalb der EU ist und immer für die größten Kredite dann bürgen muss. Und Deutschland versucht das natürlich zu verhindern. Deswegen hat früher Herr Schäuble, heute ist es Herr Scholz, versuchen die Italiener dazu zu drängen, dieses Bail-in durchzuführen. Weil Scholz und Schäuble ist es natürlich egal, ob die italienische Regierung überlebt oder ob die nicht überlebt. Die wollen nur ihr eigenes Geld retten. Vielen Dank. Im Vorwort von Ihrem Buch sagen Sie, dass die Banken unsere Rente, Wohlstand bestimmen. Und Sie müssen an welchen Mechanismen arbeiten Sie? Geht das durch Lobbyarbeit, durch Staatsanleihen? Ich habe das nicht verstanden. In Ihrem Vorwort sagen Sie, dass die Banken über unsere Renten, unsere Wohlstand, all solche Dinge bestimmen. Machen Sie das, in welchem Mechanismus nutzen Sie? Brauchen Sie dafür Lobbyarbeit oder... Das brauchen Sie bestimmt nicht. Also die bestimmen das durch ihre ganz einfache Politik, weil wir alle sind ja von den Banken abhängig. Wir wissen ja, ich habe das ja heute Abend erklärt, das Finanzsystem ist das Entscheidende. Also was Regierungen machen, ist eigentlich relativ unwichtig. Viel wichtiger ist, was in den Zentralbanken entschieden wird und was in den großen Konzernen und den großen Banken entschieden wird. Also wenn die großen Banker an der Wall Street irgendeine Entscheidung treffen, dann ist das immer maßgebend. Also in der Krise zum Beispiel von 2007, 2008, hat das Erste, was damals der Präsident Obama gemacht hat, er hat die 13 wichtigsten Banker der Wall Street zu sich gerufen und mit denen dann besprochen, Leute, was machen wir jetzt? Weil ohne die kann man heute nichts mehr machen. Und deren Politik bestimmt, über den Zinssatz bestimmen sie zum Beispiel, was wir für unsere Spareinlagen bekommen. Also dass alte Menschen heute nicht mehr, oder dass Menschen heute nicht mehr fürs Alter sparen können, das haben wir der Politik der Banken zu verdanken. Und das ist im Moment einer der Wege, die in die Katastrophe führen. Weil es war bisher immer so, dass man Geld beiseite legen konnte und dass dieses Geld sich über Zinsen ein bisschen vermehrt hatte, sodass ältere Leute dann auf ihre Vermögen zurückgreifen könnten. Heute bei Negativzinsen in der Schweiz zum Beispiel geht das absolut überhaupt nicht mehr. In der Schweiz ist der normale Zinssatz heute minus 0,75%. Das heißt, wenn Sie Ihr Geld zur Bank tragen und da also ein Sparbuch eröffnen, dann haben Sie am Ende des Jahres 0,75% weniger als vorher. Das ist ein negativer Zinssatz. Ja, inzwischen auch. Ja, genau. Ja. Aber das bedeutet ja, dass man den einfachen Leuten Geld wegnimmt, während sich die Großen im Geschäft immer weiter bereichern können. Ja. Also stehen sogar Nestle und Unilever, so riesen Konglomerate hinten an, hinter Banken? Also die Banken sind auf jeden Fall wichtiger als die Großkonzerne, weil die Banken stehen ja hinter den Großkonzernen. Also das Finanzkapital ist ja das Kapital, was sich auf die ganzen einzelnen Konzerne da verbreitet. Aber da gibt es natürlich auch immer wieder Wechselwirkungen. Es gibt ja auch so ein Personalkarussell. Man sieht das ja auch, da sind die Regierungen ja auch dann mit drin. Also in Deutschland, wer bei der Deutschen Bank arbeitet, der kann auch locker mal wechseln, wie wir wissen, oder wer in der Regierung arbeitet, kann locker mal wechseln in den Vorstand entweder der Deutschen Bank oder der Deutschen Bundesbahn. Also das geht alles. Da geht eine Tür auf, die nächste Tür geht zu. Heißt dann Demokratie. Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Was mich noch interessiert, diese 2500 Milliardärsfamilien gibt es ungefähr. Sind die irgendwie weltweit verteilt oder sind die sehr konzentriert in den USA, England? Oder gibt es da irgendwie Forscher dazu? Ja, die höchste Konzentration ist in den USA. Also die USA haben die höchsten Anzahl an Milliardären. Aber es gibt auch einige Länder, die inzwischen dazugekommen sind. Also China hat auch eine relativ große Anzahl an Milliardären. Ich glaube, auf die Bevölkerung umgerechnet, den höchsten Prozentsatz hat Hongkong, weil da relativ viel angelsächsisches Geld auch sitzt.
Und es kommen ja auch immer wieder neue Familien dazu. Ich meine, es sind Leute wie Mark Zuckerberg, der ist inzwischen dabei, der war vor 20 Jahren nirgendwo zu sehen. Bill Gates war ja auch vor 30 Jahren eher noch ein armer Schlucker. Also da gibt es schon einen großen Wandel und ein großes Hin und Her. Aber das Entscheidende dabei ist, dass diese Riesenvermögen eben von irgendwelchen Verwaltern dann in die Hand gegeben werden und dass denen die Vorgabe gemacht wird, macht einfach mal mehr aus dem Geld. Und durch dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr entsteht das System, unter dem wir alle dann leiden müssen. Ja, also das meiste kann ich nachvollziehen und deswegen lache ich auch zum Beispiel immer, wenn zum Beispiel bei den beiden Börsensendungen Krokodilstränen kosten werden, wenn die Kurse sinken, weil ich natürlich weiß, dass viele Leute auch versinken und profitieren, die irgendwie auch zum Beispiel Optionsscheine haben auf fallende Aktien. Oder mir ist auch, sind auch die große Bilanz. Konzerne wie BlackRock zum Beispiel, die haben glaube ich im Moment 6,3 Billionen Euro und sind auch am Vonovia mit 8% beteiligt. Das sind also Fakten, die meisten Fakten, die Sie erzählt haben, verstehe ich und finde es auch relativ einleuchtend. Was mich jetzt strategisch interessiert ist, Sie haben jetzt gerade so eine Wendung gemacht, ja ich hoffe, dass es dann doch nicht so schlimm wird, dass es doch nicht eintritt. Mir ist trotzdem nicht klar, warum Sie das jetzt alles berichten, warum ich es wissen muss und mit wem Sie zum Beispiel kooperieren. Also ich sehe zum Beispiel auch hier die politisch Aktiven, ich kenne Heidelberg nicht so gut aus wie in Mannheim, aber die politisch Aktiven, sei es jetzt von Ihrem Spektrum, sehe ich hier kaum. Ne? Das heißt, Sie müssen sich überlegen, ist es ein Ansatz, der eher mit der Linken verwirklicht werden kann oder eher mit den früheren Leuten von der AfD, die auch eurokritisch waren, oder was dahinter steckt. Das heißt also, warum machen sie das mit einer strategischen Aussicht? Es kann ja nicht nur sein, dass 100 Leute und später dann 1000 Leute mehr wissen und sich dann Spaghetti in Dosen nach Hause tun, weil sie Angst haben vor einem Crash, sondern es muss ja eine strategische Aussicht haben, warum sie den Aufwand betreiben. Und der würde mich interessieren, den sehe ich noch nicht. Idealismus. Also Sie möchten meine politische Ausrichtung wissen, da kann ich Ihnen nur antworten, ich bin politischer Atheist. Ganz einfach. Also ich bin in keiner... Ich bin in keiner Partei. Ich verweigere mich auch den Parteien. Also ich bin eingeladen worden von verschiedenen Parteien, bei denen zu sprechen. Also merkwürdigerweise, ich bin von der AfD genauso wie von den Grünen eingeladen worden. Auch von der Linkspartei bin ich in Berlin eingeladen worden. Aber ich habe mich denen allen verweigert, weil ich nicht an dem politischen Betrug einfach nicht beteiligt sein möchte. Also meine Aufgabe sehe ich darin, einfach die Wahrheit aufzudecken über das Finanzsystem. Ich weiß, dass es ein relativ großes und komplexes und schwieriges Thema ist. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, dieses Thema so aufzubereiten, dass es für normale Menschen verständlich wird. Und ich denke, dass ich damit einen kleinen Teil, also meinen eigenen kleinen Teil, zu einem größeren Ganzen beitragen kann. Und dass das nicht ganz ohne Wirkung bleibt, das sehe ich an den Klickzahlen. Also die Videos, die von mir im Internet kursieren, die sind inzwischen über 1 Million Mal geklickt worden. Also da habe ich schon ein relativ großes Publikum angesprochen damit. Aber ich muss wirklich sagen, also ich bin nicht bereit, mich vor irgendeinen politischen Karren spannen zu lassen. Also ich habe gerade jetzt neulich bei Ken Jebsen habe ich eine Diskussion gehabt. Da wurde ich eingeladen, um über China zu sprechen. Und da habe ich mir auch, da war jemand dabei, der die Kommunistische Partei in China dann immer wieder versuchte, in Schutz zu nehmen. Also ich bin nicht bereit, Leute in Schutz zu nehmen, die eine Politik betreiben, die den Leuten extrem schadet, so wie zum Beispiel die Kommunistische Partei in China. Ich bin auch nicht bereit, mich irgendwie als Linker zu bezeichnen, der die russische Revolution in irgendeiner Weise unterstützt. Ich muss allerdings eines dazu sagen. Ich muss sagen, dass das beste Buch, was es heute über den Kapitalismus bis heute gibt, ist das Buch Das Kapital von Karl Marx. Und ich muss sagen, was Karl Marx gesagt hat, da kann ich fast jedes Wort von unterstreichen. Da kann ich fast jede Konsequenz draus nachvollziehen. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, dass Karl Marx niemals sich mit Lenin eingelassen hätte und dass er sich niemals mit Mao Zedong eingelassen hätte. Der wäre niemals Bolschewist gewesen, der hätte niemals eine Geheimpolizei gegründet, der hätte keine Leute hinrichten lassen und der hätte keine neue ökonomische Politik durchgeführt, der hätte den Aufstand von Kronstadt nicht niedergeschlagen. Also Karl Marx ist der am meisten missbrauchte Mensch, aber gleichzeitig hat der wirklich die Grundlagen des Kapitalismus am allerbesten erklärt von allen. Und vieles von dem, was wir heute sehen, kann man über das Kapital von Karl Marx heute noch erklären. Also der hat das Wertgesetz damals aufgedeckt, der hat damals den tendenziellen Fall der Profitrate aufgedeckt und all das sehen wir heute wirklich am Werk, auch im Finanzsystem noch. Drei kurze Punkte. Das erste, wir haben
Heidelberger Regionalagentur Pfälzer, kann man zum Beispiel in Kotterweih, für die Heidelberger, die das kennen, kann man dort tauschen und einkaufen und essen. Das zweite, kurze Bemerkung vielleicht zur Monetative, zu dem Verein und zur Finanzwende, eventuelle Einschätzung, also kenn ich ganz wenig. Ja. Und das dritte, die FED-Zinsentwicklung, hatte ich mal versucht zu googeln, war keine Chance, keine eine Bemerkung zu den zwei Sätzen, Zinsentwicklung vor 28, starker Anstieg um die 10.000 Banken. Vielleicht können Sie Referenzen und Zitate auf Ihrer Webseite veröffentlichen. Das kann ich gerne machen, ja. Ja, kein Problem. Zu diesen Bewegungen, also ich glaube, das ist das, was die Leute interessiert. Da gibt es ja jetzt gerade diese Bewegung von den Grünen, also da ist ja einer von den Grünen, der Herr Schick, glaube ich, ausgestiegen und hat jetzt diese Bewegung gegründet. Also für mich ist das ein ähnliches politisches Manöver wie das Manöver von Sarah Wagenknecht mit ihrer Aufstehen-Bewegung. Ich denke, dass diese Leute einfach so ein bisschen so einen Riecher für den Zeitgeist haben und dass die merken, dass solche Bewegungen sich jetzt gerade entwickeln und dass sie gerne einfach an der Spitze dieser Bewegung stehen werden. Aber ich glaube, das wird denen nicht gelingen. Und ich muss sagen, also wenn einer bei den Grünen gewesen ist und im Bundestag für die Grünen gesessen hat, dann hat er all die Politik, die betrieben haben, hat er mit unterstützt. Und ich kann nur sagen, die Grünen sind wirklich politische Betrüger. Und genauso, genau das Gleiche. Und genau das Gleiche gilt für die Linkspartei. Also ich lebe ja in Berlin und die Linkspartei ist ja in Berlin im Senat gewesen. Und was hat die Linkspartei im Senat damals mit Herrn Gysi als Senator gemacht? Die hat an der Bankenrettung mitgearbeitet und hat mitgeholfen, die Bankenrettung damals zu inszenieren, obwohl sie sich immer als große Marxisten gerieren. Und außerdem haben sie damals einen ganz großen Wohnungsbestand in Berlin an amerikanische Hedgefonds verkauft und damit versucht, Geld zu machen. Also das sind alles politische Betrüger, mit denen ich absolut null und gar nichts zu tun haben möchte. Das ist eine Verschwörungstheorie, Herr. Scherz. Ja. Aber... Also Sie haben erklärt, wie der Dollar von der Goldbasis zur Erdölbasis gegangen ist. Können Sie sich vorstellen, dass der Dollar auch auf eine andere Basis gehen könnte, statt Erdöl? Nein, Sie Bitcoin. Oder Kryptowährungen. Ja, ich glaube, also zu Kryptowährungen habe ich ja selber auch schon etwas geschrieben. Also Kryptowährungen sind für mich auch nur so ein kurzes Aufflirren. Das wird irgendwann auch beendet werden. Bei den Kryptowährungen muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil hinter den Kryptowährungen steht ja die Blockchain-Technologie. Und die Blockchain-Technologie ist ja wirklich eine technologische Revolution. Ich meine, für diejenigen, die gar nicht wissen, was es ist, mal ganz kurz erklärt. Also normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie eine E-Mail über einen Computer versende, dann versende ich ja immer ein Duplikat. Also ich schreibe eine E-Mail und das Doppel davon versende ich. Wenn ich ein Foto an jemanden schicke, auch per SMS, dann habe ich das Foto bei mir drin und dann verschicke ich das Duplikat. Bei der Blockchain-Technologie verschicke ich das Original. Das heißt, ich habe irgendetwas in meinem Computer und ich schicke es an jemand anders und habe es selber nicht mehr drin, sondern der andere hat das. Nun sind eben ein paar intelligente junge Leute, wahrscheinlich bestimmt nicht dumm, auf die Idee gekommen, eben diese Kryptowährungen zu schaffen, mithilfe dieser Blockchain-Technologie. Das große Problem ist, dass Währungen sind historisch entstanden. Währungen haben immer Werte repräsentiert. Währungen und Geld hat damit angefangen, dass Leute Muscheln ausgetauscht haben, dass sie dann Edelmetalle ausgetauscht haben. Und das Geld ist ja so, wie der Dollar zum Beispiel ans Gold gebunden gewesen ist und heute ans Erdöl gebunden ist. Es gibt immer einen wirklich materiellen Wert dahinter. Und das hat ja der alte Marx gelehrt, dass es immer in letzter Instanz um menschliche Arbeit geht, die in diesen Dingen steckt. Und das ist bei Kryptowährungen nicht der Fall. Kryptowährungen sind nichts als hohle Luft. Die sind inzwischen aber von der Finanz... Wie bitte? Und Stromvergeudung. Stromvergeudung, ja, auf jeden Fall. Aber das Wichtige ist, dass daran sieht man ja auch wieder die Korruptheit der Finanzindustrie. Die sind ja auf die Kryptowährungen sofort draufgesprungen. Und die Kryptowährungen werden jetzt an mehreren Börsen, zum Beispiel an der Börse von Chicago, gehandelt. Und da machen auch die ganzen Hedgefonds inzwischen auch schon wieder Gelder damit. Die arbeiten aber auch großenteils wieder mit Leerverkäufen, weil die Kryptowährungen so stark gefallen sind im Wert. Der Profiteure dieses Fallens von Bitcoin, also es gab viele junge Leute, die bei Bitcoin plötzlich eingestiegen sind, als Bitcoin bei 10.000 lag. Inzwischen, ich weiß nicht, wo es liegt jetzt, bei 6.000 oder so. Oder 5.500, ja, die haben viel Geld verloren. Aber Sie können sicher sein, dass einige Hedgefonds, die Insider-Informationen haben, an diesem Wertverlust richtig gut verdient haben. Ich finde es noch erwähnenswert,
wohin diese vielen Gelder zum Teil gehen von diesen Milliardären, und zwar in diese Stiftungen, wenn Sie dazu etwas sagen wollen, weil viel wird ja in diese Stiftungen investiert, ja. Und die Stiftungen, die bringen ja dann wieder Geld, werden ja Spenden gesammelt und so weiter. Stiftungen sind eigentlich deswegen erfunden worden, um reichen Leuten zu ermöglichen, die Steuer zu umgehen. Also in Amerika ist das Stiftungsrecht entstanden, lustigerweise zusammen mit der Fed. Als die Fed damals gegründet wurde, wurde in Amerika die Einkommenssteuer eingeführt. Es gab vorher keine Einkommenssteuer in den USA. Die gibt es erst seit 1913. Und mit der Einführung der Einkommenssteuer ist damals das Stiftungsrecht eingeführt worden. Das heißt, man hat den arbeitenden Menschen diese Einkommenssteuer auferlegt und den reichen Leuten die Möglichkeit gegeben, über Stiftungen diese Einkommenssteuer zu umgehen. Und das gesamte Stiftungsrecht ist so, also die größten Stiftungen in Europa, die sitzen alle irgendwo in Liechtenstein, teilweise in der Schweiz noch oder irgendwo in irgendwelchen Steuerparadiesen. Das ist übrigens auch noch ein Thema, was ganz interessant ist, das sind die Steuerparadiese. Die Steuerparadiese, die es ja überall auf der Welt gibt und von denen wir immer dann, wenn sie im Gespräch sind, hören von den Politikern, dass man die ja eigentlich trockenlegen würde, müsste. Wo aber nichts geschieht. Noch nie ist irgendeine Steueroase in der Welt, soweit ich weiß, trockengelegt worden. Dafür sind die Leute aber ganz schön in die Irre geführt worden, zum Beispiel über die Panama Papers. Die Panama Papers, da haben plötzlich Leute, ich weiß noch, mein eigener Sohn hat mich angerufen, du, da ist ja eine Bombe passiert, die haben ja jetzt wirklich was richtig Großartiges aufgedeckt und so. Es war alles reiner Betrug. Die Panama Papers sind veröffentlicht worden deswegen, weil kurz vorher in Amerika eine neue riesige Steueroase aufgemacht wurde in Nevada. Da hat die Rothschild Bank aus der Schweiz hat eine neue Bank aufgemacht in Nevada und gleichzeitig, die wussten schon vorher, wurde das Steuerrecht in Nevada liberalisiert. Das heißt, da brauchte man keine Steuern mehr auf sein Vermögen zu zahlen. Und um die Gelder dorthin zu leiten und um möglichst viele Leute zu veranlassen, sein Geld in Nevada anzulegen, sind die Panama Papers veröffentlicht worden. Und zwar hinter den Panama Papers haben ja große Stiftungen gestanden. Dahinter stand die Kellogg Stiftung, dahinter stand die Rockefeller Stiftung. Da standen ultrareiche Leute in Amerika, die wieder von dem Steuerparadies Nevada profitieren. In den USA gibt es mehrere Steuerparadiese. Da gibt es Wyoming, da gibt es vor allen Dingen Delaware. Ganz interessant, Delaware ist, da gibt es ein Haus, in dem 220.000 Firmen ihren Sitz haben. Das ist in Delaware. Aber man hat diese Steueroasen ja überall auf der Welt. Sie haben die auf den Cayman Islands. Interessant ist, dass die UBS in der Schweiz, die mit der Credit Suisse zusammen, eine der größten Banken, ihren Sitz offiziell auf den Cayman Islands haben. Können ja mal auf den Cayman Islands Urlaub machen, also da werden sie keinen Banker finden. Aber sie zahlen keinen Steuer. Als damals die große Krise war, 2008, hatte die UBS riesige Verluste zu verkraften, weil sie amerikanische faule Wertpapiere hatten. Die brauchten über Nacht 56 Milliarden US-Dollar. Das Geld wurde von den Cayman Islands dann eingeflogen. Also es ist unglaublich, wie diese Reichen da sich ihre eigenen Oasen immer schaffen. Und wir haben diese Oasen ja auch in Europa. Sie haben ja Monaco in Frankreich. Hat noch nie jemand was gegen unternommen. Aber ich kenne eine Menge Leute, die in Zürich leben, die aber ihren offiziellen Wohnsitz in Monaco haben und die keinen einzigen Cent Steuern zahlen. Das Schweizer Bankgeheimnis, auch ganz interessant, geschichtlich, was das Schweizer Bankgeheimnis in Deutschland mit angerichtet hat. Da sieht man auch mal die internationale Verflechtung. Das Schweizer Bankgeheimnis hat in der Weimarer Republik dazu geführt, dass sehr viele Menschen, sehr viele reiche Deutsche ihr Geld in der Schweiz geparkt haben. Dadurch sind dem deutschen Staat, also der Weimarer Republik damals, ganz große Steuerzahlungen entgangen. Diese Steuerzahlungen hätte man dazu zum Beispiel benutzen können, um Arbeitslosen damals zu helfen. Es gab damals zur Zeit, kurz bevor die Nazis übernommen haben, 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Da hat hinten und vorne das Geld gefehlt, deswegen, weil die ganzen Reichen ihr Geld in der Schweiz gebunkert hatten. Ich verstehe gar nicht, warum man sich in den GEZ-finanzierten Qualitätsmedien nie zu Wort kommen lässt. Nur mal so ein Eindruck. Ich glaube, damit muss ich mich abfinden. Wir hatten ja in der Vergangenheit zum Thema Währung verschiedene Standards, zum Silberstandard, Goldstandard, was es da so alles gab unter dem Währungssystem. Und ja, ich hatte gelesen, dass in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg in Deutschland, also Kaiserzeit, das sei für die Bürger die beste Währung damals gewesen. Da konnte man sparen und da hätte man fürs Alter ohne Wertverlust schön sparen können. Welche Währung oder welches Geldsystem, sagen Sie, ist denn für den normalen Bürger, der arbeiten geht und dann eine Rente genießen will, denn eine Empfehlung? Also dieses heutige Fiat Money kann es ja wohl nicht sein. Also ich denke nicht, man kann, also das Problem ist, man kann jetzt kein ideales Geldsystem entwerfen, weil Geldsysteme sind immer das Produkt von Auseinandersetzungen und Produkt von Machtverhältnissen innerhalb der Gesellschaft.
Also es ist ja noch nie ein. Ich kriege ja ganz oft Zuschriften von Leuten, die sagen: Pass mal auf, ich habe das ideale Geldsystem. Kannst du das nicht mal verbreiten? Also die haben dann irgendeine Idee, dass man das Geld an irgendeinen Wert verbinden könnte und dies und das und jenes unternehmen sollte. Das wird alles nie funktionieren. Welches Geldsystem existiert und wie das für die Menschen wirkt, hängt davon ab, wie die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft sind. Das heißt, wenn wir einen großen Aufstand der einfachen Bevölkerung haben, wenn die einfache Bevölkerung langsam anfängt zu sehen, dass es eben nicht Flüchtlinge sind und dass es nicht Migranten sind, die ihr Schicksal bestimmen, sondern dass es wirklich die Banken, dass es das große Geld ist, was das Leben so erschwert. Wenn die Leute das erkennen, dann kann man ja über eine große Diskussion innerhalb der Bevölkerung sagen, pass mal auf, dann lasst uns ein neues Geldsystem festlegen, wo meinetwegen das Geld an Silber oder an Gold oder an irgendeinen festen Wert gebunden ist. Was ich nicht glaube, ist, dass Geld einfach aus der Welt verschwinden kann. Es gibt ja so diese Utopisten immer, die sagen, also das Schönste wäre ja eine Gesellschaft ohne Geld. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Also meine Idee von einer idealen Gesellschaft wäre einfach so, dass man sagt, man verbietet all diese ganzen schädlichen Dinge im Finanzsystem. Man verbietet Leerverkäufe, man verbietet dieses ganze Finanzcasino, man verbietet Hedgefonds und so weiter. Man reduziert die Banken auf ihr eigentliches Grundgeschäft, und zwar die Kreditvergabe. Und wenn man das gemacht hat, dann muss man sehen, die Gewinne, die ganzen Banken machen, die sollen ruhig weiter Gewinne machen, aber die ganzen Gewinne, die Banken machen, könnte man ja sofort in den sozialen Sektor umleiten. Und das wäre ja eine ganz einfache Lösung, die würde wunderbar funktionieren, würde im Moment nicht gemacht, weil es eben Interessen gibt, die dagegen sprechen. Ja, ich hatte gerade wegen der EZB, die meines Wissens ist ja nicht bilanzierungspflichtig. Die EZB, soviel ich weiß. Und diese Target-2-Gelder, die jetzt momentan dort schlummern, welches Szenario gibt es denn, dass das mehr oder weniger zu einer Blase kommt, was mehr oder weniger dann auch zum Crash kommen könnte? Das ist die eine Frage. Das andere Thema, Sie haben das Thema BlackRock angesprochen, da gab es eine interessante Sendung in Arte. Da sind ja auch drei oder vier Großbanken hinten dran, die wiederum BlackRock stützen, auch in ihren Tätigkeiten. Da wäre auch die Frage nach der Gefahr, inwieweit man der Marktwirtschaft oder den Unternehmen das Geld manipulativ entziehen kann, wenn eben so viele Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen in unserem Land, doch durch das Fremdgeld beteiligt sind. Und die dritte Frage, die schließt sich an, eine Zinssteigerung, die kommt ja nicht vom Markt, die kann man ja, so wie man jetzt sieht, bei der Fed auch durch die EZB beschließen. Was wäre die Folge dementsprechend, wenn man die Zinsen jetzt anheben würde? Ich glaube, da gehen Sie in Ihrem Buch drauf ein, wo ich sensationell finde, aber vielleicht können Sie dazu gleich nochmal zwei Sätze. Ja, fangen wir mit der letzten Frage an. Also was würde passieren, wenn die EZB jetzt über Nacht die Zinsen anheben würde? Das würde den Leuten, die Geld geliehen haben, erschweren, diese Kredite zurückzuzahlen. Die müssten also mehr dafür hinlegen. Es würde gleichzeitig dazu führen, dass weniger Leute neues Geld aufnehmen, weil ja höhere Zinsen dafür gezahlt werden müssen. Es würde also den Märkten praktisch den Saft entziehen. Es würde die Kurse langsam fallen lassen. Und es könnte dann, wenn es also in extremem Maße passiert, eben zum Phänomen des Margin Call kommen. Das heißt, dass die ganzen Kreditgeber ihr Geld zurückverlangen und dass der Markt dann über Nacht plötzlich einbricht, weil das ganze System eben zwischen so fragil ist. Was die Bilanzierungsrechte der EZB angeht, also die Bilanzen der EZB sind sowieso vollkommen undurchsichtig. Also die großen Banken, Die großen Zentralbanken haben ja sicher auch alle möglichen Hintertüren geschaffen, mit denen sie ihre Finanzen verschleiern können. Also die EZB hat vor einiger Zeit dieses Agreement on Net Financial Assets herausgegeben, mit dem sie also den Zentralbanken, den einzelnen ihr unterstellten Zentralbanken, also zum Beispiel der Bundesbank in Frankfurt, das Recht gibt, selbst bestimmte Dinge vorzunehmen, aber die der Öffentlichkeit nicht darzulegen. Also das ist so eine Sache, wie die Bilanzen da immer ständig verschleiert werden, sodass man mit den Bilanzen relativ wenig anfangen kann. Das Interessante ist auch so zum Beispiel, dass die Bilanzen von Großbanken heute eigentlich völlig gar nicht mehr richtig aussagekräftig sind. Wir sehen ja, es gibt immer diese Stresstests für Banken. Und wenn so ein Stresstest wieder durchgeführt wird, dann hören wir irgendwie 10 Tage später, dass irgendeine Bank zusammengebrochen ist oder zusammenzubrechen droht, die gerade beim Stresstest gut abgeschnitten hat. Das heißt doch, dass die Bilanzen eigentlich gar nicht mehr viel aussagen. Und das geht darauf zurück, dass die Banken heute all die Geschäfte, die sie selber nicht mehr machen wollen oder die sie selber verschleiern wollen, gar nicht mehr selber machen, sondern über ihre eigenen Hedgefonds. Also wenn eine Bank heute irgendein Geschäft abschließen will, was ihr eigentlich verboten ist, dann macht sie das über einen eigenen Hedgefonds. Das ist überhaupt nicht mehr aufzudecken, weil diese Hedgefonds sind ja nirgendwo berichtspflichtig.
Es ist also wirklich, diese ganze Industrie lebt eigentlich von Verschleierung und Vernebelung. Und drei Fragen haben wir noch. Eins, zwei, drei. Da hinten okay, geht's los. Ja? Oder dann fangen wir hier an, Ladies ja. First, direkt dazu. Sie haben ja vorhin erwähnt, unter Mündefähren sind diese Hitchfonds. Da wundert man sich ja schon. Wie sowas zustande kommt. Ich meine, die Parteien, die waren ja so ein bisschen austauschbar bei den ganzen Fortschritten, die stattgefunden haben. Ja. Wie ist denn da, wie funktioniert das? Sind das irgendwie die Bilderberger oder was sind das für Kräfte, dass die Leute jetzt bei Wahlen dann sozusagen so wählen? Oder ist es letztlich wurscht, wer gewählt ist, die machen das, was von hinten sozusagen kommt? Im Grunde ist es vollkommen egal, wer innerhalb der parlamentarischen Demokratie gewählt wird, weil die parlamentarische Demokratie völlig unterhöhlt ist durch das gegenwärtige Finanzsystem. Also es werden nur solche Leute überhaupt da reingelassen in dieses System, die dieses System mit unterstützen und weitertragen. Also und, na, Bilderberger, das ist nur eine kleine Gruppe von alten Männern, die da zusammensitzen und die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich glaube nicht, dass solche Verschwörungszirkel oder so, dass die irgendwie einen großen Einfluss haben. Ich glaube, dass das System alleine insgesamt einfach so wie es jetzt ist, schon so schädlich ist und so, aber auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, dass es auch nur Leute innerhalb der Politik zulässt, die dieses System wieder unterstützen. Und Herr Müntefering ist einfach ein begnadeter Politiker gewesen, der sehr gut reden konnte, in Talkshows sich gut darstellen konnte, aber den einfachen Menschen durch das, was er gemacht hat, extrem geschadet hat. Ich meine, wir müssen uns daran erinnern, Herr Müntefering hat die Rente mit 67 eingeführt. Also das ist ja ein Schlag ins Gesicht von arbeitenden Menschen, dass sie 2 Jahre länger arbeiten müssen, bevor sie an ihre Rente kommen als vorher. Und der Müntefering ist ja nicht der Einzige gewesen. Also die SPD hat ja viele, viele Größen hervorgebracht. Ich meine, Gerhard Schröder, da sehen wir ja heute, was der heute macht. Also der ist ja der hemmungsloseste von allen eigentlich. Aber bei den Grünen haben wir ja Joschka Fischer gehabt. Wir haben Rezzo Schlauch. Joschka Fischer übrigens ganz interessant, einer entfernter Nachbar von mir. Der hat inzwischen sein Büro auf dem Kudamm und ist Berater von Großkonzernen wie BMW und RWE. Also der berät heute die Leute, gegen die er früher mal zu Felde gezogen ist. Aber ich kann dazu nur sagen, dass also da habe ich persönlich einige Erfahrungen gemacht. Also ich war damals in meiner Jugend auch manchmal in Frankfurt und habe auch mit zugeguckt, wenn der Pflasterstein damals, das war eine Zeitschrift von Anarchisten, wenn der herausgekommen ist. Und ich habe damals auch Joschka Fischer bei Demonstrationen mal erlebt. Und ich muss sagen, der ist mir damals schon recht unangenehm aufgefallen. Weil es gab Leute, wenn wir Auseinandersetzungen damals als Studenten mit der Polizei hatten, dann gab es welche, die in der ersten Reihe gestanden haben, in der zweiten Reihe, die sich von den Polizisten auch ab und zu mal einen Schlag eingeholt haben. Joschka Fischer war nie dabei. Joschka Fischer war derjenige, der dann, wenn ein Polizist zu Boden gefallen ist, der dann von hinten nach vorne gelaufen ist und nochmal mit dem Brett draufgeschlagen hat. Also solche Leute haben, aber ich muss sagen, ich habe mehrere solche Leute in meiner Zeit kennengelernt. Und komischerweise sind die alle in diesem System sehr erfolgreich geworden. Ja, das war okay. Herr Wolf, dann schließt meine Frage eigentlich an die vorige Frage direkt an. Und zwar, das Geldsystem ist ja für die große Masse eigentlich feindlich gesinnt. Was können denn die 95%, also die normalen Bürger, machen, um sich quasi vor der Ausbeutung durch das Finanzsystem möglichst zu schützen oder zu wehren? Was wäre denn Ihr Rat? Na, also ich denke, das Wichtigste ist erstmal die Informationen sammeln, dass man dieses System einigermaßen, also ich meine, das in allen Einzelheiten zu durchschauen, wird sowieso niemandem gelingen. Aber wenn man die großen Zusammenhänge weiß, dann weiß man wirklich, wo die Störenfriede unseres Lebens sind und wer daran schuld ist, dass es den Menschen eben trotz der wachsenden Technik, trotz des Voranschreitens aller technologischen Neuerungen einfach nicht besser geht, sondern dass es vielen Leuten heute wesentlich schlechter geht. Und zwar nicht nur gerade bei uns, sondern man sieht ja zum Beispiel im Moment, dass es den Leuten gerade in Südamerika, in Asien und in Afrika ganz extrem schlechter geht. Und zwar, da muss man sagen, das sind alles im Moment jetzt die Folgen dessen, dass die Fed in Amerika ihre Zinsen erhöht. Weil die Fed in Amerika erhöht ihre Zinsen, das heißt, diese ganzen Kredite aus Südamerika, Afrika und Asien werden abgerufen, das Geld wandert wieder nach Amerika zurück. Und was passiert in diesen Ländern? Die Konzerne entlassen, weil sie die Kredite das Geld nicht mehr haben, die entlassen die Leute. Und wen entlassen sie als Ersten? Die einfachen Leute, die schlechtesten Verträge haben. Also am untersten Ende der Leiter wird immer am meisten gelitten. Und ich finde, wenn man das grundsätzlich einmal verstanden hat, und das wäre natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe, das gerade in Afrika, in Asien und in Südamerika zu verbreiten,
Aber ich muss sagen, da ist auch einiges im Gang. Also ich bin letztes Jahr eingeladen worden von der Universität in Tunis, von dem Rektor. Und wir haben da eine Veranstaltung durchgeführt. Da war mein Gegenpart, war der tunesische Finanzminister. Und das war sehr interessant, weil der tunesische Finanzminister musste damit leben, dass ich den Leuten eröffnet habe, dass er mit dem IWF einen Vertrag abgeschlossen hatte über einen Kredit und dafür 8% Zinsen zahlt. Man muss sich das vorstellen, in einer Zeit, wo die EZB hier null Zinsen vorschreibt, nimmt die von einem Land wie Tunesien 8%. Diese 8% werden aus der arbeitenden Bevölkerung von Tunesien ausgequetscht. Und wenn die Leute das begreifen, wenn die Leute auf der Straße begreifen, dass der Schädling, der ihr Leben wirklich zersetzt, dass der in den oberen Etagen der Finanzindustrie sitzt und dass das Finanzsystem wirklich das ist, was unser Leben heute einschränkt und nicht mehr lebenswert macht, ich glaube, dann ist ein Riesenschritt gegangen. Und ich glaube auch, dass wir im Moment in so einem Umbruch sind, wo Parteien auch in der Zukunft eine weniger große Rolle spielen werden, sondern wo politische Bewegungen immer eine Rolle spielen. Und bevor Bewegungen zu Parteien werden, vorher sind sie interessant. In dem Moment, wo sie zu Parteien werden, kann man sie abschreiben. Ja, bleibt ja jetzt nur noch Revolution übrig. Ist ja möglich, kann ja sein. Also ich meine, das sind ja revolutionäre Veränderungen. Mein Ziel wäre, aber das, wenn es tatsächlich zu sowas kommt, dann ist es ja wichtig, dass möglichst viele Leute das verstehen. Was ist denn das große Problem zum Beispiel von der russischen und der chinesischen Revolution gewesen? Dass ganz wenige Leute diese Revolution durchgeführt haben, angeblich im Namen von ganz vielen, und dass diese wenigen die von ihnen erworbene Macht dann missbraucht haben. Und das kann nicht passieren, wenn viele Leute über das ganze Geschehen Bescheid wissen. Und ich denke, das sollte das Ziel sein. Wie bitte? Der Umsturz von der DDR in die Freiheit wäre das so ähnlich. Ja. Ja, viele Leute, es war ja friedlich. Ja, genau, ja, ja. Ja. So, leider nur nach hinten losgegangen. Abschlussfrage. Ja. Ich denke, wir müssen auch bei uns selbst anfangen. Als ich in den 70er Jahren auch Geld angelegt hatte, da gab es 8% Zinsen. Habe ich am Ende vom Jahr mal 108 Euro gehabt. Da habe ich mich gefreut. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt mir nie Gedanken gemacht, wo diese 8 Euro herkommen. Und da müssen wir an die Kiel von uns allen mal appellieren, belegen, wenn wir erwarten, dass wir für unser Geld, ohne etwas zu tun, nach einer Weile mehr haben, das sind auch die Bitcoin-Leute angesprochen. Das kann nicht gut sein. Irgendjemand leidet von uns. Diese Geschichten, dass die dritte Welt und Menschheit ist begründet in den Vorstellungen, die wir in den 70er und 80er Jahren hier hatten. Da war die Wurzelgelegenheit des Elends vor uns. Wobei ich dazu mal sagen muss, also man muss aufpassen, da muss man sagen, der Wohlstand hier und der Wohlstand da ist ja auch nicht, man kann ja nicht sagen, dass der Wohlstand hier bei uns eben auf alle sich verteilt, sondern das ist ja immer, das sind die Leute an der Spitze. Also wenn ein Konzern in Afrika die Leute ausbeutet, dann kommt das ja nicht dem deutschen Arbeiter oder dem deutschen Angestellten zugute, sondern es kommt den Besitzern dieses Konzerns zugute und den Banken, die auch damit daran verdienen. Deswegen, also ich denke, der Gegensatz ist nicht zwischen reichen Ländern und armen Ländern, sondern zwischen den Leuten, die in den reichen Ländern das Sagen haben, und denen, da gibt es ja sehr viele von, den korrupten Eliten in den armen Ländern. Weil was da an Korruption herrscht, das stellt alles in den Schatten, was man hier jemals gesehen hat. Also ich habe eine Zeit lang in Kenia gelebt und habe erlebt, wie diese Elite in Kenia damals gelebt hat. Es ist einfach unvorstellbar, in welchem Reichtum diese Leute da schwelgen. Gut. Ich denke, man hat gesehen an der Anzahl der Fragen auch, also das Thema war hoch brisant, hoch interessant, alle sehr bewegt, sind jeder sicherlich viel mit nach Hause nochmal, kann ich auch noch appellieren, weitertragen, das Ganze darauf hinweisen, der Ernst Wolf hat auch ein Buch dazu zum Thema geschrieben, das vielleicht zu Weihnachten einfach mal dem Bruder, der Schwester, dem Vater, der Mutter und meiner Frau geben. Das ist sicherlich interessant, weil das ist das wichtige Thema, erstmal informieren. Danach kommt dann die Connection, heißt es dann von der Information in die Aktion. Da gibt es dann eben, wie kann man das Ganze ändern. Also da auch nochmal gerne reingucken. Und zum Abschluss, hier an den Umschlag nochmal denken, der wird sich freuen, wenn er nachher diese Spendenbox wandert, dann liegt auch ein bisschen was drin. Und ja, als allerletztes ganz, ganz herzlichen Dank. Und uns dreien, an Sie alle, dass Sie heute hierher gefunden haben. Die Diskussion gerade sehr bereichert haben den Abend. Und ja, Herr Wolf, ganz herzlichen Dank. Gerne. Danke. Danke. Kommen Sie gut nach Hause.